auf geht's Richtung Start zu Tag 4. Auto beschwert sich auch schon, wurscht, muss es durch. Gestern waren die auch laut, weil Italien ist ins Finale gekommen, habe ich gehört. Auf alle Fälle fühlt es sich noch gut an, auf dem Radl zu sitzen. Heute ist die echte Königsetappe, ist aber nur gering, mehr wie gestern 2 Kilometer und ein paar zerquetschte Höhenmeter. Allerdings sagt er für den Nachmittag eventuell schlechtes Wetter an und deswegen haben sie uns ein Zeitlimit um 15 Uhr bei der V2 reingehauen. Das heißt, bitte drückt uns die Daumen, dass wir alle durchs Limit durchrutschen. Ja, wird schon zu schaffen sein. So, hier ist schon wieder Gewusel. Das Leben läuft schon und wir müssen mal noch die Beutelchen auffüllen und die Sackerl abgeben. Startaufstellung heute auf dem Fußballplatz. Marc ruft wieder die schnellsten der Schnellen aus. Das ist unsere Etappe. Knappe 99 Kilometer, 98,9 und 3267 Höhenmeter. Frank aufstehen. Schläft noch. So, was gibt's hier Gutes für mich? Oh, ja, perfekt. Einen, sonst wird es zu schwer. Wir kriegen einen Obstler in der Dose. Nein! Von den besten Jungs hier. Ja, wirklich ein Schnitzel, also will ich den. Mega cool, oder? Kleider. Haut rein, Mädels! Das ist der Marcel. Der ist nicht ganz sicher, ob ich die ganze Strecke drauf fahre. Das stimmt gar nicht. Den habe ich jetzt auf unseren YouTube-Kanal verwiesen. Und morgen werde ich dich dann suchen. Das ist aber gar nicht wahr. Das war nur eine Frage. Weil ob du alles angeschaut hast. Nein, ich weiß von mir. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, Uwe, der heute leider nicht mehr mitfahren kann. Mein Teampartner. So, liebe Leute, da haben wir schon wieder gute Aussicht, aber man sieht auch schon die ersten Wölkchen, bisschen mehr wie beim Start und von dem her abwarten, was uns der Tag bringen wird. Da geht's rauf für uns und da kommen wir gerade her. Ich glaube, mein Tiefpunkt Klade. Gestern und heute Morgen. Okay. Ja, ich hoffe, dass es sich wieder einläuft. Sehr gut. Wenn der Tiefpunkt erreicht ist, kann es nur noch bergauf gehen. Weiter ging's stetig nach oben. Yes, hier geht's schon wieder ganz schön zur Sache, wenn auch nur auf der Teerstraße. Und irgendwie macht es sehr Spaß, wenn so ein bisschen gefallen ist. Yeah! Schön! Hoffentlich haben wir es noch gesehen. Vielleicht war ich zu langsam. Ja, was für ein Ausblick wieder! Damit ging es dann auch in die erste richtige Abfahrt rein. Das war eigentlich eine bessere Schotterstraße, aber trotzdem gar nicht so leicht zu fahren und hat schon richtig viel Spaß gemacht. Ich habe gar nicht mit so viel Abfahrt gerechnet, konnte da schon an einigen vorbei rocken. Danke! Abfahrt hatte ich jetzt wahrscheinlich Glück ohne Ende, weil ich hatte fast freie Fahrt. Und schaut euch mal dieses Rudel jetzt wieder an. Panorama wird besser und besser. Wir kommen immer näher hin. Und gerade geht es an so idyllischen Hütchen vorbei. Weiter auf und nieder. Der immer in die Kommentare schreibt, Säbelzahntiger-Profil. Hier ist es. Ich mag es nicht. Privat würde ich schimpfen. Im Rennen habe ich keine Wahl. Wir werden schon durchhalten. Bergauf wird auch schon im Windschatten gefahren. Fleißig wie gestern. So. Der Pulk ist ein bisschen weiter vorne. Wir haben scharf Unterstützung. Ciao, ciao. It's a race here. Oh. Schaut her. Die Schäfchen machen uns den Weg frei. Steht schon angeschrieben. In 300 Metern V1, also Verpflegungsstation 1.
Heute geht es mir bisher spitze. Ich habe noch gar nicht gemerkt, dass wir so richtig unterwegs sind. Und von daher läuft es gut. Wie denn heute? Die bekannten Gesichter ganz da unten. Servus! So, ich kriege die wieder Flüsterpost aus. Mal schauen, ob das wieder so gut funktioniert. Er ist sogar im Video. Wir zwar uns genau beieinander, wir sind Freunde, gell? Da rennt die Kader. Was ist denn jetzt los? Hast du keinen Bock mehr oder was? Läuft, läuft! Schönes Wegerl, darf ich durch? Vielen Dank! Ich komme rechts, vielen Dank. Ja, yeah. Das ist ein Rennen. Schönes Wegerl. Das Überholen so einfach leichter. Wieder rauf. Der Trail gerade eben hat echt so richtig Spaß gemacht. Der war super. Nicht ultra schwer, aber es hat sich die ganze Zeit was getan. Genial. Geil, wirklich. Und jetzt geht es wieder bergauf. Ich glaube, das ist schon der Anfang von dem 1800 Höhenmeter Uphill. Da wo auf der Hälfte oder nach zwei Drittel die V2 kommt. Wir fahren immer noch auf dieses geniale Panorama zu und das war doch noch nicht der Anfang von dem langen Uphill. Aber dann kann es eigentlich nur mehr runtergehen. So, jetzt habe ich einen Rennradfahrer überholt. Mal schauen, ob wir den nicht noch mal kriegen können. Kommt drauf an, wie die Straße wird. Oh, jetzt wird's flach. Jetzt wird's schwer. Probieren, Thomas. Ja, jetzt schwimmt das Profil. Bei ihm nicht, der hat ja keins. Ah, jetzt glaube ich, habe ich verkackt. Ja, vorher war das ein Schnellschuss. Aber jetzt haben wir den Talboden erreicht. Und wenn es jetzt wieder losgeht bergauf, dann müsste das der lange Anstieg sein. Wie geht's dir? Hi! Hey! Mensch, du hast dich ja ganz dreckig gemacht. Das ist keine Ärger mit zu Hause. Wie du aussiehst. Ja, das hilft ja nichts. Muss auch wilde Mädchen gehen. Es geht hoch. Huh. Aber wir halten uns wacker. Im Anstieg und der beginnt flach, haben sie mir gerade erklärt. Naja. Das ist aber ziemlich cool, wo es hier für uns durchgeht. Scheras. Immer wenn die Kamera an ist, werden die Leute schüchtern. Davor haben sie gesagt, das ist der Hammer. Wow. Und dann, schön. Naja, wir üben noch. Bestimmt auch gefilmt. Ich filme es nochmal. Wow, wie viele Leute heute schon hier durch sind. Jetzt geht es doch noch ein bisschen entlang. Tatsächlich kommt jetzt noch ein ordentliches Windschattenstück, wie es ausschaut. Ich habe eine Gruppe gefunden. Ein Glück. Mögen tue ich es trotzdem nicht. Aber natürlich tausendmal besser als alleine. Ich habe schon wieder einen persönlichen Helden gehabt.
der mich zurückgetragen hat. Sehr, sehr gerne. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall ist das Outfit mal absolut Premium, was du anhast. Und du bist auch richtig schnell. Also Wahnsinn, großen Respekt dafür. Und du bist im Trail vor allen Dingen schnell, weil du hast mich gehetzt da hinten runter. Und das stimmt, aber du bist einer der wenigen, die ich nicht gleich überholt habe. Wisst ihr, was mir der Frechdachs gerade gesagt hat? Sag's nochmal. Ist ein Zeichen, dass ich schwächle, wenn du mich überholst. Ah ja. Nein, so geht's nicht. Mir, so geht's mir. Du bist saugut drauf, Mädel. Ja, ja, kaum ist die Kamera an, wird geschleimt. Wahnsinn, viel Spaß noch auf jeden Fall. Immer noch nicht beim langen Anstieg, aber Panorama wieder gut. So, jetzt lehne ich mich nochmal aus dem Fenster. Ich glaube, das ist er jetzt, der Anstieg. Was glaubst du? Ist es jetzt der lange Anstieg? Oder geht's nochmal rauf runter? Das wird er jetzt schon sein. Irgendwann muss er herkommen. Hey, ist da jemand eingekehrt oder was? Hammer! Wir sind mitten auf der Bikestrecke. Coolio! Schöne Auffahrt. Hier ist gerade ein bisschen flacher. Somit kann ich nochmal für euch schwenken. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr vielleicht ein paar Radfahrerwuseln, weil von da unten sind wir hergekommen. How's the feeling? Yeah, very good. So, lala. Schönes Örtchen. Fahren wir durch zur nächsten Verpflegung. Dann wird's ernst. Okay. Oh, da ist die Rennleitung. Der haben wir es zu verdanken. Ihr wisst, was er gesagt hat. Wenn er mich sieht, weiß er, dass er abkackt. Und mir hat jemand runtergeschrieben, Qualität kommt von Quälen. Jetzt quäle ich dich ein wenig. Ja, ja, ja. Wart mal, bis der Berg zu Ende ist. Na? Ich gebe mich geschlagen. Muss ich noch was sagen? Keine Chance gegen dich. Null. Mhm. Deswegen sollte man sich nicht mit mir anlegen. Merkt euch das. Auffahrt hier rauf ist wirklich super episch. Das ist vermutlich auch wieder eine Militärstraße. Wegen hier der Straßenmarkierung. Da oben ist die V2. Und es ist ca. 13 Uhr. Das heißt, ich habe noch 2 Stunden zum Zeitlimit. Und ich drücke meinen anderen beiden Jungs, Nico und Frank, natürlich die Daumen, dass die das auch packen. Durch dieses Dorf bin ich auch schon mal durchgekommen mit Freunden von mir. Zack. Und da oben ist die Verpflegung. Wir sind immer noch im Time. Müssen wir uns jetzt anstrengen. V2 haben wir erreicht. Blick, ein Traum. Schaut, wer da ist. Er wird mich nicht los. Jetzt schauen wir mal, dass wir was zum Futter kriegen. Yes, auch wieder da. Jawohl, ja. Da haben wir sie alle wieder, die Verdächtigen. Ich hab den Ruf, ne? Sehr, sehr gut. Läuft, läuft. Schaut mal, die Socken. Weil immer mal wieder welche fragen, wie wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Aber bestimmt nicht weiter erzählen. Jetzt ist dein Einsatz. Schnell. Persönliches Ziel für mich erreicht, in der vorgegebenen Zeit ins Ziel, Zwischenziel. Hier geht's rauf für uns. Und von da kommen wir her. Da sieht man die Spur an Biker. Hochquellen schieben, sich hochquellen. Ich habe keine Worte mehr. Es ist wunderschön hier rauf. Blick wird besser und besser. Die Wolken werden allerdings auch dunkler und dunkler. Mega coole Mauer neben uns. Fantastika, Johannes! Fantastika! Jawohl, Schiebestück erreicht. Bravi, bravi. Und hier ist schon wieder ein cooler See. Mega geile Hütte mit Ausblick auf der anderen Seite, hier kleiner See und da geht's noch hoch und hier ist der Frank. Das im Schiebestück dann aus, vor mir, hinter mir, überall. Ich denke mal, das ist jetzt das finale Schiebestück. Mal sehen. Joch erreicht. So schaut's auf der anderen Seite aus. Wahnsinn! Super cool! Wow! Und ich sehe Trail!
da lacht das Herz. Kann losgehen. Viel Spaß allerseits. So, Ziel erreicht. Jetzt geht es nur noch runter. Trail, aber es sieht verdächtig schwarz aus. Reiten wir los. Auhu. Was für ein Traum, egal. Schaut mal, was ich mitgekriegt habe, das habe ich euch ja schon gezeigt. Aber ich habe jetzt auch jemanden gefunden, der es mit mir trinkt. Mache ich den Schluss. Habe ich die Ehre? Ja. Das ist quasi Medizin. Ist quasi Alex, Medizin. Alex, ich höre dich. Nein, jetzt wird zwischengefunden. Ich so, dachte, jetzt checken wir mal. Ja. Mal was schauen. Ihr da so viel Zeug dabei habt. Nochmal. Oder ich. Der Genie aus der Dose. Wow. Oh. Sogar mit. Mit Obst. Mit Obst? So gesund. Du brauchst es aber auf jeden Fall als erstes das Obst. Das Obst habe ich schon als kleines Kind immer gekriegt. Und? Ja. Möchtest du deinen Gaumen noch mit dem hier reinigen? Das würde ich immer machen. Ich sabber dann zum Schluss rein. Und? Ach, ganz mild. Ganz mild. Ganz mild. Auch wenn ich mich da nicht verschluck, sonst ist es peinlich. Das ist Medizin. Sehr gut. Schönes Bergwerk. Na dann, lass mal testen. Kann man lassen, ja, oder? Geht tatsächlich. Ja, also, es der ist geht weniger runter. Schlimm als wie viele andere.
schön. Danke. Danke. Jetzt schön. Guter Mann. Nächsten Uphill. Jetzt wird es aber nicht mehr allzu schlimm sein. Maximal noch 400 Höhenmeter. Aufgeteilt auf zwei Uphills. Weiter drauf, ich will was hören. Super. Läuft. Zahnfleisch. Was ist da hinten los? Super. Läuft. So lobe ich mir das. Am Gardasee gibt es ein Weißbier für euch. Immer der Vorschlag, gell? Mit dem Zahlen. Da haben wir es. Allgäu Junior zahlt, kommt ins Video. Trail kam auf der anderen Seite vom See runter. Jetzt haben wir den See quasi einmal umfahren. Viele denken sich jetzt vielleicht, das lohnt sich ja gar nicht. Aber doch, bei dem Trail hat sich das allemal ausgezahlt. So, da kann man so ein bisschen James Bond nachfilmen. Schönes Panorama, geile Staumauer. Und bei uns geht's wieder hoch. Team Allgäu, was sagst du? Oh ja, habe ich richtig Bock drauf. Und ihr Jungs? Schon die richtigen Folge für uns. Perfekt. Super. Nochmal ein kleiner Schwenk. Ist die Aussicht gut oder gut? Der See. Und da hinter mir ist ein fetter Bulle. Ihr wollt gar nicht sehen, was ich gerade gesehen habe. Ihr hört es schon. Was kommt? Über die Brücke und dann bitte bergab. Schnappe. Sie kommt, 100 Meter. Finish. Finish. Yeah. Ja, geil, dass wir die Etappe geschafft haben. Ja. Geil, echt gut. Da drin sind wir schon mal im Ort Schachtal. Jetzt nur noch die Frage, wo wir genau hin müssen. Da ist er auf jeden Fall, der offizielle Zielbogen. So, da fahren wir jetzt noch durch. So wie sie es gehört. Ui, ui, mit Musik diesmal sogar. Yes, yes. Läuft. Ah, erstmal ein bisschen orientieren. Geschafft. Yes. Gute Trails, oder? Perfekt. Dann bringen wir das da und natürlich auch wieder zu den Scott-Jungs. Die müssen es, glaube ich, eh zaubern. Ich habe nämlich keinen Druckpunkt mehr. Nee, Spaß. Also ein Stück. Boah, so, schauen wir mal, was die Petra da so macht. Ja, ganz begeistert. Grüß dich. Oh, hallo. Hallo. So, Klausi bringt zum Waschen. Ja. Yeah. Jetzt hat aber irgendwie was gesagt, dass ich muss hier weiter was. Ah, okay. So, es geht auch wieder zu der Tasche, zum Daily Bag.
Moin. Morgen. Wie war's? Gut, sehr viel Trail, sehr, sehr schön. Wie geht's bei euch auch? Einer wird umgepackt. 110. Da wird gewuschen. Ich bin schnell gewesen. Seht ihr, wie viele Taschen noch da sind? So, Zielverpflegung, gerade das Würstel gemampft. Jetzt habe ich deinen Papa gefunden. Hallo Hannes. Grüße. Sag Grüße, du. Hannes. Ja. So läuft es. So läuft es, ja. Spitze. Angekommen. Juhu. Wie lief's? Oh. Gut. Gut. Hat er Schmerzen? Nein, niemals.